Wow, es geht jetzt ins Eingemachte. Wir haben jetzt, ja, richtig krass. Es kriegt jetzt immer mehr diese Konsistenz von Fleisch. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gewendet. Ich werde jetzt nochmal den Deckel drauf machen, nochmal ein bisschen anbraten. Und wir werden dann gleich mal sehen, was daraus geworden ist. Ich habe es jetzt, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Videos schon gesehen habt. Ich habe jetzt das jetzt 12 Minuten anbraten lassen, jetzt immer auf mittlerer Hitze. Es ist halt ein tolles neues Ersatzprodukt letztendlich auf pflanzlicher Basis. Hier für Veganer und Vegetarier mega geeignet oder Flexitarier oder Leute, die zum Beispiel weniger Fleisch essen wollen. Das ist genau das Richtige. Und da habe ich jetzt dieses Video letztendlich und ich werde mal schauen, wie das dann letztendlich gleich schmecken wird. Und ich bin gespannt, es ist jetzt in den letzten Zügen, also bis zu 12 Minuten soll man es anbraten auf mittlere Hitze. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt wird. Ich werde es jetzt rausnehmen aus der Pfanne und ihr werdet dann sehen, wie es mir schmeckt oder wie es geworden ist. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den Burger und zwar, das ist er. Ich werde ihn jetzt mal ausprobieren ohne, ich habe nämlich auch ein paar Videos gesehen, dass man den Burger zum Beispiel ausprobiert hat oder so einen ähnlichen Burger probiert hat. So, es hat wirklich eine Art von Fleischboulette letztendlich. So sieht es aus. Ich bin gespannt, wie es von innen aussehen wird. Ich werde es jetzt immer aufschneiden. So, ich werde jetzt mal zur Hälfte teilen. Und ihr seid ja live dabei. Und wir werden jetzt mal den Geschmackstest machen. So, ich bin total perplex und bin gespannt, wie es von innen aussehen wird. So, also es ist ja noch in den Anfängen, aber es hat so, das ist die rosige Art und Weise. Ich bin gespannt, wie es jetzt schmecken wird. Ihr könnt gespannt sein. Ich werde es jetzt mal ausprobieren, weil man hat gehört zum Beispiel, es kriegt halt einen besseren Geschmack, wenn man dann halt verschiedene wenn man jetzt noch verschiedene Soßen dazu tut, dann kriegt es halt diesen Burger-Konzept in dem Sinne. Aber ich würde es jetzt mal gerade ausprobieren, ohne, um zu schauen, wie es tatsächlich schmeckt. Und ihr seid jetzt live dabei. Und zwar werde ich es jetzt so essen, wie ich es noch nie gegessen habe im Endeffekt. Also ich werde jetzt mal die ersten, ich bin so gespannt, wie es schmecken wird. Mehr zu die ersten. Man hat so das Gefühl, man würde Fleisch essen. So, ich bin gespannt. Also, es hat überhaupt keinen Geschmack von diesen Gemüsebratlingen. Man weiß nicht so ganz genau. Genau. Ich hatte irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie das Gefühl, man würde Fleisch essen oder vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Muss ich echt sagen. Und es ist auf jeden Fall eine geile
Alternative, es kriegt halt, es hat halt wirklich diesen Geschmack obendrauf. Das, was man, beziehungsweise ich habe ja eben, wo ich es ja angebraten habe, ich habe es mir nicht getraut, es überhaupt anzufassen. Es sieht so aus letztendlich. Und ist das die Alternative, die Zukunft zu Fleisch? Man weiß es nicht so ganz. Es ist alles in den Anfängen. Aber man hat irgendwie das Gefühl, ich meine, als Vegetarier hat man ja sowieso schon das Gefühl, wenn man anfängt, Gemüseburger zu essen im Endeffekt und dann immer noch diesen Fleischgeschmack hat und sonstiges von früher, dann denkt man irgendwie, oh je, warum muss das jetzt sein oder beziehungsweise warum schmeckt das jetzt so ähnlich oder gleich oder irgendwas anderes dergleichen. Und das hier geht jetzt, es hat ja wirklich so eine blutige Art und Weise. Es schmeckt irgendwie, wie gesagt, ich bin total baff. Es hat halt einen ganz anderen Geschmack als diese Gemüsebratlinge, die man so kennt. Und es schmeckt halt wie so ein Fremdkörper. Man hat wirklich so das Gefühl, es geht wirklich an das Nächste, was man sagt, wie Fleisch geschmeckt hat letztendlich. Und ich finde, das ist hundertprozentig eine geile Alternative zu Fleisch ist. Zu Menschen, die zum Beispiel extrem viel Fleisch essen, die extrem viele Allergien haben und die zum Beispiel auch kein Fleisch mehr essen können, zum Beispiel, ist bestimmt die beste Alternative überhaupt. Und das Gute ist, es ist auch gar nicht so teuer. Letztendlich bin ich mehr als geflasht. Also, bin einfach nur baff. Allein der Geruch schon. Das ist komplett anders. Man hat so das Gefühl, man würde Fleisch essen. Beziehungsweise man würde, man würde halt was essen, was dem halt am ähnlichsten sieht. Und so ist es auch in dem Sinne. Es gibt bestimmt viele Veganer, die es zum Beispiel ausprobieren oder Vegetarier, die es wahrscheinlich auch direkt wieder ausspucken, weil sie das Gefühl haben, sie würden Fleisch essen. Und so kommt es mir auch vor. Aber ich finde, es ist eine richtig geile Alternative zu Fleisch. Und ich bin gespannt, ob diese Burger sich demnächst auch überall einfinden werden. In verschiedenen Restaurants und so weiter. Weil es auf jeden Fall eine richtig geile Alternative ist. Und es ist auf jeden Fall super für die CO2-Emissionen. Und wenn sowas von geflecht, gerade. Also, ich zeige euch das gerade nochmal. Also es würde auf jeden Fall, es würde auf jeden Fall alles verändern im Endeffekt, wenn die Menschheit wirklich auf solche Produkte umsteigen würden. Und das würde mich sowas von flächen letztendlich.
es rührt mich innerlich zu Tränen, weil es halt tatsächlich, man was gefunden hat oder beziehungsweise entwickelt hat, was ohne Fleisch auskommt im Endeffekt und eine richtig gute Alternative ist. So sieht es noch von innen aus. Man kann es natürlich auch besser durchbraten, man kann es auch roher durchbraten. Dann hat man halt mehr diese rosige Substanz. Ich habe es jetzt komplett angebraten. Und ich bin wirklich dafür, dass es überall auf den Markt kommt. Also ich finde es einfach der Wahnsinn. Bin so geflasht. Also erinnert an die Momente, wo man als Kind Fleisch gegessen hat und es halt super interessant fand und gesund, aber man sich damals keine Gedanken gemacht hat, was es ausmacht oder beziehungsweise, dass es tatsächlich Fleisch ist, dass es halt ein Tier gestorben ist und so weiter und so fort. Und hier ist man so mega geflasht, weil es halt wirklich daran erinnert und es wäre wirklich die Konsequenz im Endeffekt, was geschaffen zu haben, was einen total flecht, wo man sich keine Gedanken machen mehr braucht im Endeffekt im Leben, was mega gesund ist und wo kein Tierleid mehr entstehen muss. Und das ist halt schon eine richtig geile Sache. Ich bin gespannt, wie das jetzt sich alles noch in den nächsten Jahren entwickelt. Die 2020, die jetzt bald auf uns zukommt. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, mit dem Burgerbrot und so weiter und so fort ist man, glaube ich, mit einem Patty, ist man sowas von satt. Und die Frage ist wirklich, ist das die Alternative zu der Zukunft? Das Fleisch in der Zukunft und nicht die blöden Grillen, die jetzt unbedingt da noch geschlachtet werden müssen oder Grillenmehl oder sonstiges. Dass man da überlegt, was letztendlich auch nicht vegan ist im Endeffekt. Und diese Proteine, die einzelnen Tiere, die unter der Erde sind, wie auch immer, dass man die halt zu Mehl verarbeitet. Das ist totaler Bullshit. Also sowas wie in die Richtung muss auf jeden Fall erzeugt werden. Weil das Krasse ist letztendlich, selbst dieses volle Gefühl kriegt ihr. Und kriegt dieses volle Gefühl, was man halt als Vegetarier und Veganer gar nicht hat, letztendlich. Und dass man gar nicht kriegt, dass man extremst voll ist. Und dass man das Gefühl hat, boah, ich habe jetzt so viel an Fleisch gegessen. Und ich bin ja sowas von satt. Und dieses Gefühl fühle ich jetzt letztendlich mit diesen beiden Patties, die ich jetzt gegessen habe. Und das habe ich jetzt seit Jahren nicht mehr gehabt. Und das ist extremst. Es ist unbelievable, wirklich. Es ist unglaublich, dass man dieses Gefühl wieder hat in dem Sinne. Man überlegt sich, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch? Weil man hat immer so dieses Gefühl gehabt, man fühlt sich gar nicht mehr richtig voll, man hat immer Hunger und was weiß ich, wie man es halt so als Vegetarier oder Veganer halt hat in dem Sinne, wo man dann halt immer überlegt, was isst man jetzt, was isst man dort. Weil manche haben das ja im Endeffekt. Und bei der Konsistenz letztendlich, das waren jetzt zwei Patties, die ich jetzt gegessen habe, habe ich das Gefühl, wirklich total satt zu sein. Und dieses Sattgefühl letztendlich, dass du quasi auch damals als Fleischesser hattest in dem Sinne, das ist jetzt wieder da. Und das jetzt nach krass 20 Jahren und das rein pflanzlich. Also ich bin total gerührt von dem Ganzen. Sowas von gerührt. Und ich weiß wirklich nicht, ich bin so gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Und es wird so viele Menschen helfen und so viele Menschen die Möglichkeit geben, letztendlich was zu essen, was sie so dermaßen flecht. Und das ist tatsächlich die Alternative. Ich habe gehört vom Mountain Burger, vom Impossible Burger,
Aber diesen hier, Incredible Burger, ich weiß nicht, ob das genau dasselbe ist. Aber das ist auf jeden Fall schon eine krasse Alternative. Und es sind viel, viel weniger Ressourcen, die man braucht letztendlich, wenn man jetzt auf Sojanahrung verzichtet, im Endeffekt, wenn es durch Erbsenprotein ersetzt wird, ist es auf jeden Fall die Sache, die man letztendlich in Zukunft dermaßen, so dermaßen nutzen kann, weil es sind so viele, so krasse Sachen, die sich dann verändern dadurch. Es ist unglaublich. Ich bin wirklich gespannt und bin sowas von geflecht und wie gesagt, ich war total zückend gerührt von Tränen, letztendlich innerlich und wir haben endlich eine Alternative gefunden. Und das ist diese für mich. Einem in einem, ich bin total sprachlos. Letzten ist das letzte Stück noch. Das jetzt ohne Soßen und gar nichts. Und sonst war es ja immer so, dass man immer irgendwelche Soßen oder sonstiges nutzen musste in dem Sinne. Oder nutzt. Aber die Alternative zu gar keinen Soßen mehr. Und es trotzdem mundig im Geschmack ist. Ist der absolute Wahnsinn. Alles in allem. Ich bin so geflasht. Ich bin gespannt auf die nächsten Alternativen, die auf den Markt kommen werden. Und ich hoffe, engstirnig, dass diese ganzen Produkte, die jetzt auch auf den Markt kommen, wie jetzt auch dieses und so weiter, dass tatsächlich keine Tiertests gemacht worden sind, oder dergleichen, sondern wirklich nur an Menschen. Und ich muss euch sagen, es schmeckt einfach Wahnsinn. Es hat einfach einen wahnsinnigen Geschmack. Und ihr müsst das einfach, wenn ihr Fleischesser seid, aber kein Fleischessen mehr dürft letztendlich, weil ihr es krankheitsbedingt nicht mehr dürft, ist das auf jeden Fall eine richtig geile Alternative. Und ihr werdet sehen, und ihr werdet auch voll geflecht sein. Es schmeckt einfach der Wahnsinn. Es ist eine richtig geile Alternative entstanden. Und ich bin gespannt, was das neue Zeitalter uns bringen wird. Die 2020 kommt jetzt bald. Die Digitalisierung ist auf dem Farmenvormarsch. Und alles in allem. Mega. Schön, dass ihr dabei wart. Gebt mir einen Kommentar. Ich freue mich so in den Ängst und bin so gespannt und bin so mega perplex. Probiert es auf jeden Fall aus. Ihr werdet sehen, es schmeckt euch wahnsinnig gut. Also ich bin total baff. Bis dann.